Jetzt erkläre ich eine technische Übung für die Transition, für den Wechsel von Ende von der Aufschwung, der richtige Transition, richtigen Anfang von der Abschwung, für eine gute Beinbewegung und eine gute Timing zwischen den Händen und den Beinen. Für das brauche ich so einen Luftball. Es kann ein Ballon sein, es kann ein Fußball, aber irgendetwas, das passt da zwischen den Oberschenkel oder zwischen den Knie. Und du kannst das bequem heben. Wenn der Rückschwung den Ball bleibt im Platz, und wir machen unseren Rückschwung, da der Ball bleibt im Platz. Und dann zum Anfang von der Abschwung muss ich, dass der vordere Knie, für mich als Rechtshänder, mein linker Knie, kommt, geht nach vorne. So meine Beine sind breiter auseinander. So der Ball da geht weg. Es geht weg, das ist genau, was ich möchte sehen. Das Ball bleibt zum Anfangen. Meine linke Knie, meine vordere Knie kommt weg. Der Ball, das Loch hier zwischen den Knie wird grösser. Der Ball geht weg. Und dann von da, das Gewicht fängt an links zu verlagern. Der rechte Bein streckt sich mehr. Und wir können eine kraftvolle Impact-Position machen. So, Ball geht weg. Und wir können den Schwung dann fertig machen. So. Die normale Zeit. Ball zwischen den Knie. Verlieren den Ball. Und nach vorne. So. Was ich sehe öfters, ist zum Anfang, das Gewicht schiebt sich nach vorne, aber der rechte Knie knickt. Und dann ist es sehr schwierig, den Tiefpunkt von der Schwung richtig zu kontrollieren. Mit dieser Übung, wir schauen, das ist der vordere Knie, das geht weg. Der hintere Bein streckt sich, dass wir viel besser Kontrolle für den Tiefpunkt für den Impact mit den Eisenschlägen. Und wir haben auch mehr Kraftübertragung für Impact. So, super Transition, technische Übung für die Beinbewegung in der Golfschwung.